Vom Tabellenende an die Spitze des deutschen Eishockeys, zurück in die Tabellenkeller, bis hin zum Verkauf der DEL-Lizenz. Und das alles innerhalb weniger Jahre. Willkommen zu einem kleinen Video über den Absturz der Hannover Scorpions. Natürlich kennt man die Scorpions aus der Oberliga Nord. Eine ambitionierte Mannschaft, die den Sprung in die DEL2 schaffen möchte und auch das Zeug dazu hat. Die meisten von euch werden wissen, dass dieser Verein schon einmal an der Spitze des deutschen Eishockeys war. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht wussten, gibt es jetzt einen kleinen Rückblick auf einen Teil einer Vergangenheit, der mit grenzenloser Freude und tiefer Trauer getränkt ist. Die ersten 9 Jahre waren für die Hannoveraner alles andere als leicht. Nicht nur, dass sie ihre Spielzeiten eher am Tabellenende beendeten und auch fast nie mal in die obere Hälfte kamen, gab es auch abseits vom Eis einige Probleme. Gerade das Thema Stadion war ein wildes Hin und Her. Selbstverständlich darf man trotz der meist schlechten Hauptrunde nicht vergessen, dass man dennoch zweimal das Playoff-Halbfinale erreichen konnte. Nicht zuletzt durch die Verpflichtung der Trainerlegende Hans Zach wehte bei den Scorpions auf einmal ein neuer Wind. Und es folgten die 5 erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte. Man war durchgängig in den Playoffs und in der Hauptrunde bis auf einmal immer oben mit dabei. Nachdem man noch 2008-2009 leider im Halbfinale gegen die DEG Metrostars ausschied, holte man sich in der Saison 2009-2010 im Finale gegen die Ausblick Panther die heiß begehrte Meisterschaft. Nur 2 Jahre danach schien der Zauber komplett verpufft zu sein und man belegte sogar den 14. und somit letzten Platz. Auch ein Jahr danach belegte man nur den 11. Platz und das trotz Hilfe aus der NHL. Denn aufgrund eines Lockouts konnte der Verein niemand Geringeres als Thomas Greiss von den San Jose Sharks ausleihen. Bis dieser Lockout wieder aufgehoben wurde, absolvierte Greiss 9 Spiele, ehe er zurück in die USA reiste. Doch dies verbesserte den Abschlussrang nicht wirklich. Ende Mai 2013 war es dann soweit. Die Scorpions gaben den Rückzug aus der DEL bekannt. Dies war unter anderem der Modernisierung weiter Messehallen und der vorhergehenden Tatsache geschuldet, dass die Arena-Betreiber jahrelang ein Verlustgeschäft gemacht haben. Außerdem bemängelte Scorpions-Eigner Günter Pappenburg die fehlende Unterstützung der Stadt. Angeblich soll der Bauunternehmer, der nebenbei erwähnt auch der Eigner der Arena war, jedes Jahr mit bis zu 2 Millionen Euro ausgeholfen haben und das von seinem Privatvermögen. Des einen Leid, des anderen Freud, nicht wahr, meine lieben Wild Wings? Denn durch den Verkauf der DEL-Lizenz konnte Schwenningen als damaliger Vizemeister der 2. Bundesliga in die höchste deutsche Eishockey-Liga eintreten. Natürlich wurden die Scorpions nicht komplett an den Nagel gehangen, denn man übernahm die Teilnahmeberechtigung des SC Langenhagen und spielt seither in der Oberliga Nord. Basierend auf den aktuellen Erfolgen ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie in der DEL2 mitwirken werden. Denn man wurde schon 3-mal Meister in der Oberliga Nord und jetzt mal, lassen wir einfach mal die Corona-Saison außen vor. Aber in den letzten 5 Jahren kam man immer mindestens bis ins Halbfinale der Playoffs und man schied immer gegen den darauffolgenden Meister aus. Letzte Saison mussten sie sich in der Finalserie auch nur sehr knapp mit 3-4 den Selberwölfen geschlagen geben. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass wenn die Scorpions ins Finale kommen sollten und dort auf die Tilburg Trappers treffen, wären sie auch bei einer Niederlage sportlich für die 2. Liga qualifiziert. Dies macht eine Sonderregelung in der Oberliga Nord möglich, da die aus den Niederlanden kommenden Trappers kein Aufstiegsrecht besitzen. Warum und weshalb ist ein ganz anderes Thema. Ich für meinen Teil würde es sehr begrüßen, wenn die Hannover Scorpions den Sprung in die DEL2 schaffen würden und ich bin mir sicher, dass dies auch in den nächsten Jahren passieren wird. Es würde der Liga nochmal einen ganz neuen Schwung geben und sie alleine vom Namen her etwas aufwerten, obwohl ich mir sehr wohl bewusst bin, dass der Name nicht gleich ein Garant für Erfolg ist. Was ist eure Meinung? Sind sie bereit für einen Aufstieg oder werden sie weiterhin kurz vorm Ziel scheitern? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.